Hallo Leute, ich habe wieder für euch was rausgesucht, aber auch für mich bin ich ehrlich, und zwar Kassettenbeasts hier, ist 97% positiv bewertet auf Steam, ist seit Ende April draußen, haben glaube ich trotzdem viele nicht auf dem Schirm, ist quasi ein Mix aus Pokémon, Digimon und Yu-Gi-Oh! Pass auf, Leute, dafür haben wir jetzt geübt. Scheiße! Wir sind hier in irgendwas hineingeraten, das hat keiner kommen sehen von uns. So! Was spinnst du, Alter? Es soll richtig gut sein, sieht richtig gut aus. Wir schauen uns einmal den Trailer an, damit ihr so einen Ersteindruck bekommt. Mucke aus so ein bisschen 80s-Style, wobei Pokémon Digimon war ja so früher 90er, ne? So, hässliche Viecher, aber auch das so Digimon-mäßig, finde ich. Und das Ding ist, man verwandelt sich in die Viecher. Und dann wird gefightet. Und es soll richtig gut sein, habe ich schon erwähnt. Und man kann die Viecher dann fusionieren. Und dann gibt's aufs Maul. Und auch deutsche Oberfläche. Sieht richtig hochwertig aus, finde ich. Also ja, hat Pixel-Look, aber sieht hochwertig aus. Und es soll richtig gut sein. So, und ich dachte mir, da schauen wir rein. Verwandlung. Ich kenne auch nur diesen Trailer. Nothing more. Die Redaktion hat mir es empfohlen. Und wir gehen da rein. Spielen es wahrscheinlich mit Controller. Und ja, Abfahrt. So, das ist das Hauptmenü. Und wir gehen direkt auf Spielen. Oh, Kassetten, so, weißt du, wegen Kassettbeasts. Und das ist der Speicherstand. Nun reitet dieser Ritter durch das Reich in die Wildnis von Viral. Das ist anscheinend das Land, wo es nur wenige gibt. Ah ja, Charakterstellung. Dein Name? Henno. Deine Pronomen? Er, ihm? Oh, das ist ja cool. Lieblingsfarbe? Blau. Hier, so Eintrachtblau, wa? Naja, warte. Boah, Alter, wie viele Farben gibt's? Okay, man kann heftig personalisieren. Topschnitt. I guess. Einfach One Punch Man. Fukuhila. Alter, Halbglatze. Schräger Pony. Ja, das hier, oder? So. Ne, ich habe dunklere Haare, ne? Ja, so war am ehesten. Okay. Farbe, Accessoires. Sehe ich nichts. Wahrscheinlich, falls man so Spitzen hat. Gesicht einfach. Brille. Lidschatten. Slay. Gibt es einen Schnurrbart? Nicht? Ja, dann Brille. Okay. Augenfarbe. Grün. Ja, aber man sieht man doch gar nicht. So. Haare, Accessoires. Mal, weiß ich nicht. Auch braun. Ne, vielleicht leicht anders. So. Wer weiß, ne? Achso, die Brille. Blau. Ich habe da so einen Blaufilter drauf. Deswegen sehe ich, glaube ich, auch immer ein bisschen fettig aus. Aber es ist tatsächlich gut gegen diese ganzen Monitors heutzutage. Schlimm. So, anwenden. Abfahrt. So, also man hat die in Kassetten. Oder wie? Also es gibt keine Pokebälle, sondern Kassetten. Kassettbeasts, ne? Habe ich schon erwähnt. Und es startet wie Risen. Strand von Hafenstadt. Geiler Name für eine Hafenstadt. Springen. Spurten. Oha. Ah, man kann nur so ein kurzer Schub. Gut. Ja, wir gehen mal hoch. Und da ist doch ein Kassettenrekorder, oder? X. Springen kann man auch. Holz. Okay. Crafting. Zack. Okay, wir gehen mal hier lang. Uns wurde bisher gar nichts gesagt. Liebe ich immer. Also wirklich. Find's geil, wenn jetzt nicht erstmal. Normalerweise ist ja. Es kommt irgendein Charakter und labert dir erstmal eine halbe Stunde Kotelett an die Backe um den. Um dir die Welt zu erklären, die Charaktere. Ist da ein, so ein Baustellenhütchen-Monster?
Krebs. Ist ein bisschen laut bei mir. Aber ich kann es nicht in die Option. Hey, mach ich jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Verkehrskrabben haben es nicht so mit Fremden. Und eigentlich auch nicht mit niemandem. Hier, bitte. Yeah. Geil, ich habe Kassetten. Walkman. Zu meiner Zeit hieß es Walkman, ihr Luschen. Okay, kurze Frage. Was ist dein Style? Was geht ab? Gruselig. Also Soundtrack vom Game an sich schon lit. Geisterschaf. Nein, kein Schaf. Nein, ich habe ein Schaf. Gut. Bin ich das? Verwandle ich mich dahin? Das unheimliche, nächtliche Stöhnen des wilden Geisterschafs hat schon viele glauben lassen, dass es sich dabei um bla bla bla. Erhöhe die Kassette des Monsters auf 5 Sterne, um weitere Informationen freizuschalten. Habitat unbekannt. Bootlegs 0 von 14. Walla. Begegnung 0. Aufgenommen auch 0. Besiegt 0. Okay. Legen Sie jetzt in deinen Kassettenspieler. Setze Kopfhörer auf und drück auf Play. Du bist dran, nur zu. Ich bin das übelst hässliche Schafvieh. Atmen, du gewöhnst dich gleich daran. So, das ist jetzt so ein bisschen Pokémon-artig. LOL. Ah, okay, ich verstehe. Unter dem Button steht immer, was der Button ist. Kampf. Das ist die Tracklist. Das Game ist so übel auf Mucke. Ich liebe es. Klaps. Aufnehmen? Ah, das ist jetzt sie. Spucken. Vorübergehend einen Verbündeten herbeizurufen. Klaps. One-Shot. Plastik plus 3. Mal 3. Rambock. Stopp, ich muss den Sound möchte leise machen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Ey, wie heißt du eigentlich? Kaylee. Es ist sehr laut. Stopp. Start. Nein. Also, aber ich muss mal sagen, das Game ist ja insane. Es ist ja wirklich gut. Habe ich schon erwähnt, dass es sehr gut sein soll, aber es ist ja wirklich gut. Was ist das für ein wildes Game schon wieder? Was ist das für ein Ort? Ich will eigentlich in die Option. Wir kommen in Hafenstadt. Also ja, die Struktur des Spiels ist sehr Pokémon-like. Also so, wie man es von früher kennt, finde ich. Ich habe ein Zuhause? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du sitzt hier fest. Genau wie wir alle. Okay. Ich bin ohnmächtig geworden. Wonderful. Dr. Pansby. Ah, wunderbar, du bist wach. Kaylee hat mich ganz schön Angst eingejagt. Also, jetzt singen die hier. Ist einfach für mich. Ich weiß nicht, ob wir es im Editing leiser für euch machen, aber für mich war es gerade. Versteht ihr? Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Henno. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die erste Transformation ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich, also wohnst du jetzt hier. Wir sind in der Welt. On Earth. Kaylee, hast du nicht gesagt? Tut mir leid, hätte ich machen sollen. Bla bla bla. Ja, du willst mich nicht mit... Es ist genau das übrigens, was ich meine. Wir sind auf einer Insel namens Viral. Weil wir gehen viral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde. Zumindest glaube ich das. Okay, es gibt keinen Weg nach Hause.
Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffsbrüchige schon, in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Okay, also meine Schiffsbrüche, ich landet auf dieser Insel und niemand kommt weg. Und das ist übel weird. Okay. Na gut. So, und davon abgesehen, von den Monstern, wie auf dem Kassettenspieler. Ja! Ja! Ja, ich gehe bald auf Patrouille. Wenn du mitkommen möchtest, triff mich am Tor direkt. Ja. Ich will die Option. So, wir haben auch Kleidung. Cool. Ich klicke mich hier ein bisschen durch, aber... Ja, du taggst mich immer noch zu, ist richtig. So, meine Klinik ist ganz in der Nähe. Komm gerne vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Klar. Du, vorab hier Hautkrebsvorsorge gern mal. Schönes Screening. Geht alle zum Screening, Leute. Ja? Schön Krebsvorsorge. So. Neue Quest. This is the world we live in. Sprich mit Kelly am Osteingang von Hafenstadt. Gut. Fortsetzen. Ranger-Handbuch. Handbuch. Aha, okay. Ja! Nein! Ja! Mashallah. Vor allem im Hauptmenü war der Sound überhuman. Audio. Ich dachte schon, ich kann nicht einstellen. So. Huh! Wir probieren es mal aus. Musik, Stimmen. Jetzt ist sie aus. Sie ist weg. Super. Okay. Ach, hier war auch eine Map. Guck mal. So in Quadraten hier. Aufgeteilt. Cool. Okay. Bestar. Ist hier dieses. Ist hier die Verkehrskrabbe? Ist ja absolut wild. Okay. Na, actually. Vielleicht erstmal Wohnung angucken. Ja, erstmal umziehen. Ich bin im Nachthemd. Das Game muss ich Tamina zeigen. Oberkörper, Sweatshirt, Jacke, Retro-Kleid, Tanktop. Ja, ich mach mal so ein typisches Metal-Shirt, trage ich ja immer. Ja, alternativ einen schönen Sweater. So, ja, schwarz gibt's leider nicht, ne? Das ist hier nicht Metal-inklusiv, das Spiel. So, und da irgendwie Blut. Toll. Heute habe ich aber Eintracht Spandau-T-Shirt an. Na gut. Unterkörper. Ja, jetzt kurze Hose war und dann schwarz, ist ja klar. Oder grau. Mein Gott. Ja, dann nehme ich. So. Ja, aber sieht dann ingame auch. Naja, Schuhfarbe schwarz. Gibt's alles nicht, ne? Ah, lustig. Gut, fertig. Ja, ist in Ordnung. Ich sehe eher aus wie so ein kleiner Streber, naja. Bin ich auch, was diese so eine, ne, was Indie-Games angeht. Mit deeper Materie. Okay. Ja, jetzt kann man wahrscheinlich mit den Leuten reden. Da kriegt man dann immer mal wieder so ein bisschen Infos über die Welt und vielleicht ein paar Hinweise über Secret-Sachen. Siehst du, die Riesenkrabben am Strand sind eher nicht auf Wettbewerbe aus. Okay. Also ich bin ja voll immer so einer, der will erstmal möglichst nicht Hauptquests machen, sondern erstmal auf eigene Faust irgendwie erkunden. Okay, aber wir merken uns mal, das ist unser Haus. Cool. Aber hier auf der Minimap, das Haus ist irgendwie markiert. Okay, was machst du? Hier ist keine Treppe, ne? Tut mir leid, wenn du den Aufzug benutzen willst, musst du später wiederkommen. Okay, müssen wahrscheinlich im Laufe des Spiels jetzt irgendwie freischalten, dass hier der Fahrstuhl hochgeht. Hier ist noch eine Kiste. Junge, man kann auch übel driften, so. Also ihr könnt das schwer nachvollziehen, aber ihr seht es, glaube ich, ein bisschen. Der hat eher dann so kurzen Boost. Man kann nur leicht lenken. Mhm. Okay. Gut, ich könnte jetzt hier komplett langlaufen. Westen von Hafenstadt entdeckt. Jetzt hier wahrscheinlich Norden oder Nordwesten. Aber hier kann ich auch gar nicht weiter. Bei Pokémon ist ja auch früher immer so gewesen, dass man, wenn man bestimmte TMs hatte, waren das TMs? Wie zum Beispiel Surfer, dann konnte man erst so Metroidvania-mäßig neue Areale erreichen. Und das sieht hier auch ein bisschen danach aus.
Was ist das hier? Süß, wie die Tür aufgeht. Werde Mitglied der Ranger und schließe deine Ausbildung ab, um Zugang zu dieser Quest freizuschalten. Ja, gerne. Ah, sie ist wahrscheinlich Rangerin, oder? Hallo, Sweetie. Hallo, Schätzchen. Wenn du Mitglied bei den Rangern werden willst, Lante ist gerade weg. Sie müsste im Außenposten im Park sein. Okay. Ja, gucken wir mal später. Wir gucken jetzt mal ein bisschen, dass wir Progress reinkriegen in die Bude. Ich verlasse jetzt wahrscheinlich erstmal die Stadt nach Osten. Da ist ja ein Ausrufezeichen markiert. Oder ist das das Weiße Haus hier unten am Steg? Naja. Aha, da ist sie. Siehste? Schön. Super. Jetzt gucken wir mal, was das Spiel kann. Hey. Hallo, Henno. Fühlt sich besser? Klar. Ich fühle mich riesig. Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Ja. Also, ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Klar. Schön. Siehst du den Weg da drüben? Jo. Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht die Risse im Boden. Ja. Wir überprüfen den Weg und vergewissern uns, dass er sicher ist. Klar. Sie ist Rangerin, ja? Schlüssel fürs Tor. Geil. Abfahrt. Achso, X. Folgt sie mir? Achso, cool. Ich dachte, vielleicht folge ich ihr, aber gut. Sie muss mir einige Grundlagen zeigen. Ja, bin absolut bereit für noch eine Verwandlung. Gut. Oh. Siehst du dieses Vieh mit den Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich ihr näherst. Also kommst du natürlich näher. Hä? Sie ist eine Sprungfeder? Das ist irgendwie eine komische Übersetzung. Oder heißt das Monster so? Servus. Ah, okay, dann kommen die auf einen zu. Okay. Ja, Kampf. Aha. Also, das ist mal good to know. Achte auf diese orangenen Quadrate. Hierbei handelt es sich um deine Aktionspunkte oder kurz AP. Check. Für die meisten Aktionen musst du AP ausgeben. Die AP-Kosten einer Aktion werden neben ihrem Namen angezeigt. Okay. Wenn du nicht genug AP für eine Aktion hast, kannst du sie in der aktuellen Runde nicht benutzen. Gut. Jedes Gruppenmitglied erhält 2 AP pro Runde. Und 1 AP zusätzlich, wenn es einen Angriff mit Typenvorteil handelt. Okay. Okay, es gibt auch Typen. Du kannst vorausplanen AP für deine stärksten Angriffe sparen. Mhm. Klar. Okay. Das heißt, Klaps ist umsonst. Rambo kostet 3 AP. Trifft dein Ziel und verringert seine Präzision. Ein Schaffsglück ist immer passiv. Okay. Erhöht passiv das Ausweichen des Besitzers im Verhältnis zur Menge der verlorenen TP. Das heißt, umso weniger TP Henno hat, umso höher ist seine Ausweichchance. Generell ist eine passive, das ist ja geil. Klaps. Schelle. So, und du machst mal Hilferuf. Oh, der ist aber zuerst dran. Du hast ein bisschen was abbekommen, aber deine Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt. Die rote Leiste für deine Gesundheit. Hä? Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt. Die rote Leiste für deine Gesundheit. Okay, aber da ist ja jetzt ein Teil rot. Meinen die das mit meiner... Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette beschädigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt sich Zusatzschaden des Angriffs, der sie beschädigt hat, auch auf deine Gesundheit aus. Die rote Leiste. Ach, die liegt quasi dahinter voll. Wenn wir beide unsere gesamte Gesundheit verlieren, müssen wir uns nach Hafenstadt zurückkehren. Verstanden? Ja. Gut, Abfahrt. One hit. Nicht? Na gut. Geil, jetzt haben wir einen Mate. Ha, ist ja der Hammer. Einfach ein Echsenmensch. Jetzt machen wir Rambock. Und du mal spucken. Eieiei. Jetzt erstmal dran. Dann ich mit Rambock. Ciao. Okay. Stufe 6, beide. Schallknall. Serenade. Heißt sie so? Ist ein Fernkampfangriff. Mit 60 Kraft, kostet 3 AP, trifft ein gesamtes Team. Krass.
Okay, Crafting wird, glaube ich, auch noch was. Okay. Gut gemacht. Okay. Dann, es sollte irgendwo einen Schalter geben. Was ist denn hier mit diesen... Nee, okay. Ein Schalter, er ist wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Hier drin? Oh ja. Aha. Krass, Alter. 3D, habt ihr gesehen? Kaylee ist jetzt an deiner Seite. Serenade. Serenaden sind besonders laute Kreaturen und können ihre Singstimme durch ihre Mikrofonschwänze... Ey, Junge, wenn der Schwanz steht, finde ich es lustig. Tut mir leid. Und Flügel verstärken. Sie scheinen nicht mitzubekommen, ob ihr Gesang zu laut für ihre Umgebung ist. Geil. Gut. So, Kaylee. Leute, ich kann fliegen. So, fight. Kaylee, ich brauch dich. Komm hoch. Komm, wir hauen dem Vieh aufs Maul. Was, wir sollen uns ausruhen? Ach, da am Lagerfeuer. Hä, aber das sind Viecher. Digga, wie bei Dark Souls jetzt hier Feuer stellen? So hast du die Möglichkeit, Kassetten zu reparieren und wieder auf die Beine zu kommen. Hä, ist wirklich wie im Souls-like. Oh. Egal. Carni Viper. Fokussen wir raus, oder? Mir fehlt jetzt noch ein bisschen die Stats von den Viechern zu sehen. Zum Beispiel die Initiative. Wobei, wir machen wieder Hilferuf. Klappt aber auch nur zu 50%. Alter, ich bin vergiftet, oder? Boom. Scheiße, fehlgeschlagen. Und es ist halt so ein bisschen Team-Battle immer, ne? So, das Vieh nehme ich raus. Und du spuckst einen anderen an. Giftstich. Oh mein Gott! Unvergiftet. Boom. Rambock ist insane. Oh Gott, ey. Kaylee geht's nicht gut. Non-Rambock, Abfahrt. Schallknall. Nee, actually dumm. Werden die AP aufgehoben für den nächsten Fight? Nee, ne? Ciao. Also Henne ist schon krass. Stufe 7, yeah. Hä, die hatten jetzt ein Herz mehr. Schärfen. Erhöht den Nahkampfangriff des Benutzers. Und die Viecher können deutlich mehr Attacken haben als Pokémons. Krass. Also, man fühlt sich sehr erinnert an Pokémon, aber es sind doch krasse Unterschiede. Und jetzt habe ich hier Dark Souls vor der Nase. Das ist ja insane. Ach, Ausruhen kostet Holz. Aha. Cool. Also man pennt dann quasi, ja. Oh, jetzt auch Nacht. So, Gruppe. Da kann man die nochmal checken, ja. So, warum sind da oben jetzt zwei Sterne neben dem Herz? Rechts oben auf der Kassette. Kassette ansehen. Henno ansehen. Okay, unten rechts sieht man so ein bisschen die Schwerpunkte, worauf das Geisterschaf geht. Tutorial. Sticker und Aktion. Auf welche Aktion du beim Benutzen einer Kassette im Kampf Zugriff hast, hängt davon ab, welche Sticker sich darauf befinden. Auf der Kassette. Du kannst neue Aktionen für eine Kassette erhalten, indem du sie mit Stickern aus deinem Inventar beklebst. Sticker nicht benötigte Aktionen können entfernt und in dein Inventar gelegt werden. Hä, das heißt, man kann einzelne Monster überkrass modifizieren? Du kannst Sticker beliebig oft verwenden, aber jeweils nur auf eine einzige Kassette kleben. Okay, man kann also aber unendlich reusen. Du kannst Sticker auf verschiedene Weise erhalten, durch das Füllen von Erfahrungspunktleisten der Kassetten, in Truhen und Verstecken, die du findest, und bei bestimmten Händlern. Das ist ja geil. Okay, und welcher Sticker ist hier drauf? Ach, das sind die Attacken. Verstehe. Also auch die... Okay. Aber kann ich... Schafsglück auch jetzt der Serenade geben? Verschieben? Ach so. Okay, ja gut, man kann die... Mhm. Ja, das können wir auch mal machen. So, aber wenn ich jetzt hier entferne...
Kann ich jetzt auf Gegenstand benutzen? Kann ich jetzt auf Serenade gehen, Junge? Sticker bearbeiten. Sticker anwenden. Schafsglück. Keine kompatiblen Sticker. Verstehe. Aber wo steht denn an den Stickern dran, wofür die, für welche Kategorie, welchen Typ die sind? You know? Finden wir wahrscheinlich noch heraus. Ich meine, da ist ja so ein Symbol vorne dran. Das könnte ja ein Typ sein. Ein bestimmter Typ. Schafsglück. Sieht man irgendwie noch? Nee. Kann man auch verwerten für eine Ressource? Okay. Gut. Ja, wollte ich nur mal abgecheckt haben. Ja, I guess, das reicht. Nice. So, jetzt gehen wir hier lang. Ja, aber wie ist es denn mit Fangen? Oh, wer ist das? Es wird noch weitere Monster geben, aber die schaffen wir. Wer bist du? Ich habe dich hier noch nicht gesehen, lass mich raten. Du wurdest erst vor kurzem angespielt, richtig? Oh, hast du da einen Kassettenspieler? Hier, bitte. Zurückspulen, dreimal. Stellt die TP einer Kassette vollständig wieder her. Verbraucht bei Benutzung im Kampf eine Runde. Okay, cool. Oh, da sind einige. Können wir gegen drei gleichzeitig kämpfen? Da, siehst du das Monster? Die Eule? Man muss irgendwie herlocken können. Nee, lass mich mal. Okay, geht ab. Ja, das Vieh ist eklig mit dem Vergiften. Holy shit. Mach ich ausweichen into AOE-Attacke. Schocken. Oh, Gengar, wa? So, zack. Okay. Rambok, damit nehmen wir den raus. Und du machst Schallknall, falls daneben geht. Oh shit, vergiftet. Bei Pokémon ist ja auch so, dass Gift nach dem Fight anhält. Daneben, siehst du? Gut, dass ich Schallknall gemacht habe. Boom. Jo, das hämmert. Aber geile Mucke, wieder mal. Wir haben Games mit geiler Mucke in letzter Zeit. Fetzt. Oh, der ist erschreckend, greif nicht an. Egal. Niedergespuckt. Metall, Weizenpapier. Steht immer dran. Was das so, wofür man das grob braucht. Okay, hier ist jetzt eine Lampe, deswegen kommt die rüber. Fight. Okay. Einfache Kassette. Geil. Zu den Monstern auf Neuviral gibt es einiges zu sagen. Wenn sie geschwächt sind, kann man ihre Essenz, naja, auf Kassetten aufnehmen. Wir wissen genau, wie das wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert und das reicht uns. Verwandlung. Ja, wann fusionieren wir, right? Ja, aber ist ja noch nicht geschwächt. Na gut. Das dachte ich mir. Hä? Der hört nicht auf. 100% Chance. Ja, dann mach doch. Okay. Okay, und da ist jetzt auf der Kassette das Sticker von diesen Dominotte, Digga. Sehen sich selbst als Hüter des Friedens. Patrouillieren daher am Himmel über Waldgebieten. Aha. Okay. Ja, geil. Tutorial, Kassetten aufnehmen. Ob eine Aufnahme gelingt oder nicht, hat nichts mit Glück zu tun. Es gibt einige Faktoren. Wie viel Gesundheit das Monster hat, Stufe und Seltenheit, wie viel Schaden man beim Aufnehmen zugefügt hat. Achso, man macht das und währenddessen sagt man am anderen, mach Schaden. Ah, okay. Und wie viel Schaden die aufnehmende Person erlitten hat. Also auch im Moment ist wichtig. Durch eine weitere Kreatur, ein weiteres Monster. Was einen dabei supportet. Das Verwenden von Status-Effekten zur Verstärkung von Angriffen auf das Monster, das du aufnimmst, kann den Schaden und deine Chancen effektiv erhöhen. Okay. Das heißt, ich buff ein gegnerisches Monster.
weil das Verwenden von Statuseffekten zur Verstärkung von Angriffen auf das Monster, das du aufnimmst. Also ich soll einen Gegner buffen. Und das erhöht dann meinen Schaden und die Chance? Weird. Ich weiß aber auch nicht durch was. Aber okay. Solange ein Monster aufgenommen wird, kann es nicht fliehen oder besiegt werden. Ach so, also volle Lotte Damage. Okay. Bei Pokémon, ey, Abrafang. Tot, ne? Tilt. Also musst du dir keine Sorgen machen, dass K.O. geht. Ja, geil. Cool. Fertig. Wechseln. Hä? Ach so. Oh. Ich hab noch Teams an. Naja, ist ja nicht schlimm. Also. Ach, ich bleibe Henno. Aber switche zu einem anderen Monster. Wenn ein Monster allerdings zu viel Schaden erleidet, flieht es und du kannst es nicht aufnehmen. Okay. Also man muss sie Full Life catchen. Beziehungsweise im Versuch starten, wenn sie Full Life sind. Und da richtig Damage währenddessen geben. Klaps. Spucken sollte reichen. Zack. Reicht nicht. Bitter. Das heißt, ich level quasi jeden Skin. Down. Ja, es wurde Dominotte. Ach so, ich selber level, beziehungsweise die Charaktere, das hat man links gesehen, und die Kassetten leveln. Wild. Wild. Was passiert hier? Von einigen Monstern erhalten wir Zusatzfähigkeiten, wenn wir sie aufnehmen. Also mehr als nur die Möglichkeit, uns in sie zu verwandeln. Keine Panik. Moddenflügel Gleitflug. Du kannst jetzt A gedrückt halten, um über lange Strecken zu gleiten. Okay. Sorry. Okay, krass. Ah, und dann kann ich so über Abgründe. Verstehe. Okay. Zack, ihr lasst mich mal in Ruhe. Das heißt, ich springe drauf. Heftig. Einfach nur heftig. Hier ist ein Schalter. Und dadurch habe ich jetzt einen Shortcut. Und kann nochmal hier beim... Ach nee, das Lagerfeuer war da hinten, ne? Oh, der ist ja aggro, krass. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. So, geil. Oh, der ist richtig sauer. Holy shit. Was passiert? Was ist hier los? Wenn das mit der Monsteraktivität zu tun hat, bleiben wir lieber auf der Hut. Gehen wir. Hä, wir sollen... Achso, weitergehen, ja. Hi. Wächterlöwe. Gut. Ich will lieber Sachen one-time... Ich mach Schärfen. Ich weiß ja nicht, um wie viel es den... Also, ne, da fehlt so ein bisschen die prozentuale Angabe, um wie viel der Nahkampfangriff erhöht wird. Das ist genauso wie bei Pokémon, da ist das auch hidden. So, und du machst Ausweichen. Ne, Hilfe rufst, glaube ich, gegen die beiden gut. Oh, aber ich bin ja auch Half-Life. LOL! Ich krieg einfach auch so einen. What? Ach, da ist jetzt eine 3 oben. Also ist jetzt mein Damage um 3 erhöht oder mal 3? Kraft jetzt auf 70. Wir merken uns das mal. So, ich versuche den zu one-tappen. Oh, ja, stimmt, Hilferuf, ja. Dann versuchen wir den zu finishen. Henno, Digga. Stau. Tempo verringert. Also wir sind später dran, aber ich weiß jetzt nicht wer. Klaps.
Schallknall, volle Lotte. Eieieiei, das sieht gar nicht gut aus. So, jetzt mach Schallknall. Boom, boom. AP-Abzug. Tutorial entwurzelt. Angriffe des Lufttyps können Ziele des Pflanzentyps entwurzeln und sie vom Boden als Nährstoffquelle trennen. Charaktere mit AP-Abzug erhalten pro Runde 1 AP weniger. Okay. Sehr gut, geh auf den. So, und wir nehmen den jetzt auf. Vollkommen klar. ...62% Chance. Jetzt kriegt er aufs Maul. Kann ja nicht K.O. gehen. Und wird aufgenommen. Geil. Ah, okay. Also... Hä? Nimm ihn doch auf! Wächterlöwe. Krass. Ja, geil. Und jetzt finish ich den. Achso, tot. Super. Klasse. So, triff ein Ziel und halt den Benutzer danach ein wenig. Beißen. Krass, leecht sich hoch. Sehr gut. Verringert 3 Runden lang, dass Gegner die Verbündeten des Benutzers direkt anvisieren. Krass, also die Serenade tankt dann. Guck mal, es sind auch Sternefähigkeiten. 3 Sternefähigkeit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Qualität der Fähigkeit. Okay, ich mache einmal Teams aus. Ich bin gleich wieder da. Ich merke gerade, ich kann auch so Höhenunterschiede einstellen. Was geht mit ihr? Also ich bin super low. Oh Gott. Ich werde mal versuchen, mich zu heilen. Ja. Weil wir sind ja hyper low. Ausruhen. Mhm. Erzählt ihr irgendwas aus Irland? Ist mir egal. Bisschen Story. Bisschen Background. Jetzt wieder Tag. So. Ich würde erstmal auf diesem Schaf und so bleiben, auch wenn ich es nicht mag. Aber oft ist ja, also bei Pokémon, da ist es ja so, Starter-Pokémon immer sehr stark. So. Oh. Was geht ab? Holy shit! Dungeon? Was ist das? War das schon immer hier? Sowas habe ich noch nie gesehen. War das schon immer hier vergraben? Quest aktualisiert. Untersuche das seltsame Gebäude. Ja, Abfahrt. Rein. Jo, das ist jetzt eine Art Arena, wa? Ist das ein Bahnhof? Ja, hat was von Berliner U-Bahnhöfen. Ah. Hm. Ein bisschen spooky. Hier riecht es nach brennendem Metall. Ich kann es nicht erklären. Hier ist ein Schalter. Nee, eine Truhe. Hieb. Okay, cool. Ein Sticker. War jetzt aber nicht sehr strong, oder? Jo, kommt jetzt hier ein Zug? Henno, spürst du etwas in der Luft? Ja, jetzt kommt die U-Bahn. Lol, Cutscene. Die Figur war im Trailer. What the fuck? Bist du das, Mordred? Komm näher, mein Kind, damit ich dich ein letztes Mal sehen kann. Das ist... Der lange Konflikt ist zu einem Ende gekommen. Ich fürchte, diesmal hat er mich wirklich besiegt. Henno, ich glaube, das ist ein Erzengel. Wir müssen verschwinden, sofort. Der ist nicht wie die anderen Monster, wir sind dir nicht sicher. Wer bist du?
Nein, nein, du gehörst nicht zu meiner Familie. Hast du es mit dem Schwert in der Hand wieder auf mich abgesehen? Oh, no. Oh nein. Jo, jetzt gibt's einen Fight. Alles klar. What? Erzengel Morgante? Digga, ist fast tot. Stufe 100. Ja, aufnehmen, ist ja klar. Klaps. Hilferuf. Geil. Der beste Verbündete gegen den Erzengel. Daneben. Easy. So, jetzt kommt Rambock, Digga. Und ein Provozieren. Da macht es vielleicht keine AOE-Attacke. Status blockiert, okay. Abfangen. Charaktere mit Abfangen fangen alle Gegner... Fangen alle gegen ihre Verbündeten gerichteten Angriffe ab. Ja. Hä? Junge, was ist das für ein Vieh? Plastikwall. Welle absorbieren eine bestimmte Anzahl eingehender Treffer und werden durch Angriffe mit Typenvorteil sofort zerstört. Digga, gleich macht er wieder hier eine Ampel. Disharmonischer Schlag. One-Shot. Tutorial Erzengel. Im Gegensatz zu anderen Monstern, die AP zum Benutzen von Aktionen ausgeben, sammeln Erzengel ihre gesamten AP, bis sie 10 erreichen. Sobald ein Erzengel diese Menge gesammelt hat, entfesselt er diese Kraft in einem speziellen Engelsangriff. Wenn du überleben willst, setze deine Aktion strategisch ein, um entweder eine solide Verteidigung aufzubauen oder besiege den Erzengel, bevor er genug AP erhält. Ja, aber der ist Level 100. Präzision verringern. Ausweichen. Ja, aber ich meine nur einen Schaden. Also ich kann, glaube ich, gar nicht gewinnen. Das ist so ein Story-Ding. Was ist mit der Krabbe? Warum hast du jetzt hier Kaylee gedamaged daneben? Geil. Ich werde nicht sterben. Nicht so. Hörst du mich, Henno? Das ist nicht das Ende. Jetzt fusionieren wir bestimmt. Das kann es nicht sein. Ich weigere mich. Safe kommt jetzt die Fusion. Wir werden gegen dieses Ding kämpfen und zwar gemeinsam. Die Herzen von Henno und Kelle sind eins. Ach du Scheiße. Tutorial Fusion. Wenn deine Ziele mit denen deiner Begleitung übereinstimmen, könnt ihr fusionieren, um zu einer einzigen, mächtigeren Bestie zu werden. Je näher du deiner Begleitung stehst, desto stärker seid ihr als Fusion. Ah, das heißt, das Spiel ist auch so ein bisschen mit seinem eigenen Squad-People-Management, dass sie untereinander gut funktionieren und so. Die können sich wahrscheinlich mögen und nicht so mögen. Behalte jedoch deine Fusionsanzeige im Auge. Eine Fusion ist nicht nur möglich, wenn sie gefüllt ist. Ist nur möglich, wenn sie gefüllt ist. Als Fusion erhaltet ihr pro Runde 4 statt 2 AP und könnt stärkere Aktionen früher einsetzen. Außerdem haben wir Zugang zu allen Aktionen beider Kassetten. Und die Werte werden addiert. Sick. Alter, jetzt habe ich hier eine ganze Playlist auf der ganzen Kassette, ne? Ja, dann beißen, oder? 80 Damage und heilt. Macht 5 Damage. Was will die Krabbe von mir? Die damage mich? Daneben. Ja, wir brauchen ein bisschen... Ich glaube, Präzision runternehmen ist das Beste, was wir machen können. 5 Damage. Aber Status blockiert. Ich glaube, es wirkt nicht. Fast tot. Rambock. Crit. Daneben. Rambock. In der Hoffnung, vielleicht... Scheiße. Ich glaube, es wäre nur noch eine Attacke, die wir treffen müssten, dann... Ah, Leute, wir können gar nicht verlieren. Wir haben jetzt selber nur 5 Schaden bekommen. Oh, noch eine Attacke. Gone. Alter, Erzengel besiegt. Leute, wie krass sind wir. Fusioniertes Material. Riecht stark nach verfaulten Eiern. Wird von Rangern aber offenbar als wertvoll angesehen.
Aber brauchen wir Ressourcen, um einmal dann zu fusionieren, oder was? Das war sick. Deine Ausdauer wurde um 20% erhöht. Du kannst jetzt 3 Sekunden länger lang gleiten. Genug, meine Zeit nähert sich dem Ende. Warum bist du an diesen jämmerlichen Ort gekommen? Ich will von dieser Insel runter. Ich verstehe, es gibt einen Weg. Niemand außer mir kennt ihn. Ich benötige ein Gefäß und du benötigst einen Lotsen. Mach mich wieder stark, dann führe ich dich aus diesem Land. Ein Gefäß? Nun gut, höre meinen Gesang. Digga, ist sie in mir drin? Willst du dieses Land verlassen? Hör gut zu. Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst du den Weg du gehen, der von dir liegt, Digga? Henno, alles gut? Was ist passiert? Du warst kurz wie weggetreten. Wir sollten verschwinden. Okay, crazy. An diesem Bahnhof ist jede Menge passiert. Wir sollen darüber reden. Über den Erzengel. Erzengel. Als die ersten armen Seelen an den Ufern von Neu-Viral angespült wurden, dachten sie angeblich, die Monster hier wären Engel. Und einige von ihnen schrieben auch etwas über weitere Wesen, größer als die anderen Kreaturen, die falsch aussehen und wirken. Da war es logisch, diese anderen Kreaturen Erzengel zu nennen, die höchstrangigen in der Ordnung der Engel. Als man erfuhr, dass sie kämpfen und die normalen Monster besiegen können, verloren sie ihren engelhaften Reiz. Über die Jahre hinweg hatten sie eine Reihe von Namen. Engel, Dämonen, Teufel, Ghule. Mittlerweile nennen wir sie Monster, ein guter allgemeiner Begriff. Aber diese anderen Kreaturen, wie die, gegen die wir gekämpft haben, für uns sind das weiterhin Erzengel. Wir wissen nicht, okay, ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, sie will einfach nur sagen, diese Lobob-Monster sind Monster und das Fiem-Bahnhof ist ein Erzengel. Wir wissen nicht, was sie sind. Seit langer Zeit hat niemand mehr einen gesehen. Dieses Ding, gegen das wir gekämpft haben, ist schwer zu erklären. Ich hatte das Gefühl, es nicht richtig sehen zu können, als würde man sich einen Film durch Fernglas anschauen oder so. Sorry. Oh, tut mir leid, ich mutmaße nur ein bisschen. Immerhin stammen wir alle aus unterschiedlichen Welten. Vielleicht weißt du gar nicht, was Filme sind. Doch, weiß ich, Digga. Puh, okay, super. Ich bin seit 3 Jahren auf Neu-Viral und habe noch immer noch nicht ganz gelernt, bei Unterhaltung meine kulturellen Referenzen anzupassen. Über unsere Fusion. Oh ja, das. Ja. Fusion ist ein den Rangern bekanntes, seltenes Phänomen. In freier Wildbahn gibt es fusionierte Monster und die Anführerin der Ranger kann es angeblich auch anwenden. Unter den richtigen Umständen können sich 2 Personen in Monstergestalt vereinen und ein mächtiges Wesen formen. Die richtigen Umstände beinhalten wohl fast von einem Erzengel getötet zu werden. Ja, es fühlt sich seltsam an. Ich habe einen Körper mit dir geteilt und das Ding, das wir wurden, war gleichzeitig wir und auch nicht wir. Das war mein erstes Mal. Ich hatte, ja, Sex, Digga, nice. Das ist einfach so im Eifer des Gefechts passiert. Ja. Das erste Mal halt. Tut mir leid, es ist mir ein bisschen unangenehm, darüber zu reden. Ja, aber ohne hätten wir nicht überlebt. Ja, es war ein Notfall, erstes Mal. Naja, jetzt habe ich ein komisches Gefühl, als ob eine Tür geöffnet wurde, von der ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt da war. Cool. Ist genauso wie in Pokémon, wird man zugetextet mit Scheiße. Die Erinnerung dieses Erzengels Morgant ist jetzt in dir. Und er kennt einen Weg, Neu-Viral zu verlassen. Wenn auch nur die Chance besteht, dass sich auf diese Weise eine Möglichkeit ergibt, von der Insel zu gelangen und nach Hause zurückzukehren, dann schulden wir es den Leuten, auf Neu-Viral es herauszufinden. Super. Ja, machen wir. Toll, zusammen. Beziehungsstufe 1. Walla. Dadurch sind jetzt Fusionen verfügbar. Und diese Fusion mit Kaylee haben 5% mehr Stärke. Hammer. Das Aufbauen von Beziehungen zu deinen Freunden ist äußerst wichtig. Die Stärke eurer Beziehung wirkt sich direkt darauf aus, wie stark ihr als Fusion seid. Du kannst jemandem näher kommen, indem du die Quest der betreffenden Person abschließt. Ah, man muss Quests für die erledigen, ja klar.
Oder indem die einfach an meiner Seite kämpfen. Okay. Krass, und wir können eine Pause am Lagerfeuer oder einen Kaffee einlegen, um auch die Beziehung zu verbessern. Ja klar, bisschen Smalltalk. Okay. Krass, Quest abgeschlossen. Neue Quest. Finde Erzengel, um Morgantes Lied zu vervollständigen und folge danach den darin enthaltenen Hinweisen, um nach Hause zu finden. Das ist wahrscheinlich die Hauptquest jetzt, von nun an. Also wir müssen Erzengel wegballern, damit Morgante, Digga, in uns weiter trällert und uns Hinweise gibt. Heftig. So, die Ranger haben ein Trainingsprogramm, das dir hilft, stärker zu werden. Okay, das heißt, wir stellen jetzt wahrscheinlich ein Team zusammen. Da oben soll ich hin. Ja, wir sollen jetzt Ranger werden. Ausruhen erstmal, oder? Okay, die erzählt uns irgendwas cool. Beziehung verbessert? Na gut. Kann ich? Ja. Hä? Ich verstehe die Sortierung nicht. Egal. Kann ich ihn als mein Startvieh einstellen? You know? Also, Geisterschaf. Also, kann ich sagen, mit wem ich reinstarten will, you know? Ich hab keinen Plan. Sammlung hinzufügen. Wie? Hä? Ach so. Jetzt habe ich die hier irgendwo rein ins Pokédex geballert oder was? Gruppe hinzufügen. Okay. Krass. Also mein Gedanke ist, ihn auf Henno klatschen, dass ich immer mit ihm reinstarte und den leveln. Also war so ein Gedanke, um mal ein bisschen rumzuprobieren. Ich denke, es geht irgendwie, oder? Und wenn nicht, dann kommt es noch. Okay. Wir sind hier krass im Café. Gibt es hier irgendwie Items zu shoppen? Nee. Okay. Oh, Team Rocket. Ich sage es nicht nochmal. Hafenstadt wird durch Blutsaugern nicht zum Opfer fallen. Blasser Mann. Kriecht zurück in die Dunkelheit, aus der ihr gekommen seid. Sonst müsst ihr an mir vorbei. Wütender Kerl wird safe unser nächster Squad-Member. Ich habe schon früh gegen euch gekämpft und gewonnen. Wollt ihr eine Demonstration? Wir gehen erstmal, aber irgendwann werdet ihr verstehen, dass wir wissen, was am besten für euch ist. Boah. Yeah! Sag euren Freunden, dass diese Stadt von Eugene beschützt wird. Sagen Sie Bescheid, wenn diese Widerlinge, wenn die Widerlinge Sie wieder belästigen. Und was immer Sie auch tun, laden Sie sie nicht in Ihr Haus ein. Das wollen Sie nämlich. Die Frau bedankt sich. Netter junger Mann. Ich bin Eugene, was du bestimmt schon weißt, da ich das diesen Typen zugebrüllt habe. Ich bin Henno. So, worum ging es denn? Er erspart uns die Allzeiten, sie gehören aber nicht in diese Welt. Sagen wir es so, nicht alle Monster auf Neuviral sehen aus wie Maskottchen von Frühstücksflocken. True. Also fair enough, dass er die so bezeichnet. Wie auch immer, ich muss im Auge behalten. Darf nicht riskieren, dass sie ihre Zähne in die guten Leute von Hafenstadt schlagen. Brauchst du Hilfe? Ja, würdest du dich über Hilfe freuen? Cool. Quest. Triff dich am Strand mit Eugene. Geil. Okay. Heftig. Ja, krass. Quests. Eine Questübersicht. Ah, gelbe Markierung, ja. Land of Confusion, das ist der Erzengel. 8 Liederteile sollen wir sammeln. Ja, dann verfolgen wir die Quest von Eugene. Wie viele gibt es? Achso, steht ja oben rechts. 121. Okay. Speichern kann man überall. Cool. Achso, Gruppe. Kann ich die hier irgendwie modifizieren?
Genau. Start doch bitte Kassette wechseln. Jo, geil. Geil. Cool, es geht. Nice. Der hat eine Quest, oder was? Hey. Könntest du mir vielleicht helfen? Der will ein Ortsschild aufstellen, damit es gemütlicher wird. Okay, er braucht, Holz, oder was? Bringen dem Ranger im Osten von Hafenstadt 300 Holz. Ja, easy. Cool. Okay, anders als bei Pokémon gibt es richtig Quests übrigens auch. Und auch nicht wenig. Also haben wir jetzt schon eine Menge. Aber, oh. Das war jetzt aber auch noch nicht so richtig offenkundig, was so Haupt- und Zeitquests sind, ne? Oder? Okay, wie komme ich da hoch? Außenrum, wa? Huch. Ah, wenn ich einmal aufgebraucht habe. Da ist schwierig. Verstehe. So, dann geht's jetzt hier hoch. Oh! Geht nicht ganz runter. Ich vergaß. Zack. Und Abfahrt. Brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir hier runter. Und hier lang. Und da müsste Eugene sein. Oh, der hat ein Haus. Ah, ne, da oben. Okay, aber was ist das? Sie fliegt einfach mal über den Zaun. Okay, wir müssen da hoch. Ja, das ist ja easy. Später gibt es bestimmt auch so ein Fahrrad oder was weiß ich. Ja, je nachdem. Also wir müssen auch alle Viecher fangen, damit wir die Traits freischalten, wie Mottenflügel. So. Bin ich bereit, es mit den Mächten des Bösen aufzunehmen? Klar, Alter. Allzeit bereit hier. Enorm. Okay, siehst du das Gebäude da drüben? Das ist eine Festung. Da schmieden diese unmenschlichen Parasiten ihre finsteren Pläne, um die Welt zu übernehmen. Sieht irgendwie schlicht aus. Aussehen kann täuschen, glaub mir. Ihresgleichen hat früher die Welt heimgesucht, von der ich stamme. Aber wir haben uns gewehrt und wir haben gewonnen. Es gibt ein paar dieser Festungen. Du hast sie vielleicht schon gesehen. Die Vordertür ist verschlossen, aber wir können durch ein Fenster auf dem Dach hinein. Junge, der hat ja übelste Main-Character-Vibes. Gut. Anzieh-Robin. Aufzieh-Robin. Damit haben wir jetzt einen Grappling-Hood. Okay. Kaylee ist zum Café Gramophon zurückgekehrt. Wir können immer nur eine Person dabei haben. Okay, krass. Ja, ich kann rüberfliegen. Ach, du auch, okay. Ich habe einem dieser Ghule auf Patrouille den Schlüssel zum Fenster stibitzt. Hammer. Immer bereit. Ich finde geil, wenn man zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Immer bereit oder... Also, weil literally das Gleiche, nur anders formuliert. Aber Hauptsache, man hat mehrere Auswahlmöglichkeiten. Jetzt werdet ihr die Arbeit einstellen, ihr Blutsauger. Hört ihr doch erstmal unser Angebot an. Hat er gerade Angebot gesagt? Wie meinst du das? Ich dachte, es wären Vampire. Das sind Vampire. Nun ja, sozusagen. Ich würde sagen, sie sind schlimmer als Vampire. Das sind Makler. Was? Der Maklerverband möchte nichts weiter als langfristig einen Wohnungsmarkt auf neu viral aufbauen. Wer jetzt kauft, kann einen bedeutenden Profit mit Neuankömmlingen machen, die eine Unterkunft brauchen. Da es auf neu viral keine Währung gibt, entwickeln wir gerade sogar einen vielversprechenden Plan zur Zwangsenteignung. Ich habe genug gehört, Hafenstadt wird niemals von euresgleichen aufgekauft werden. Henno, bist du bereit? Junge, was? Verteidigung. Erhöht die Nahkampf- und Fernkampfabwehr des Benutzers. Elementwahl. Opfert 20% der TP, um einen Wald zu erzeugen, der 3 Runden Land bis zu 3 Treffer absorbiert. Ja, geil. Klappt, kennen wir. Spielzeug, Hammer. Trifft ein Ziel. Aufziehen, Passive.
verleiht dem Benutzer automatisch den Status aufgezogen, falls er ihn noch nicht hat. Hierdurch werden seine Nahkampfangriffe zu Fernkampfangriffen. Okay. Ja, dann kriegt er aufs Maul. Erhöht die Reichweite. Aha. Ja, aber mach doch deinen Move. Vergraben. Genauso wie Produkte aus Plastik oftmals leider auf eine Mülldeponie landen, werden Plastiktypen durch Angriffe von R-Typen vergraben, was ihre Bewegung einschränkt. What? Egal, wir haben ja Fernzeug. Fernzeug, Digga. Du, mich auch. Hast du deinen Wall jetzt gemacht oder nicht? Nee, oder? Irgendwie sind wir zurückgeschreckt. Ja, dann nochmal. Durch Beißen schrecken wir zurück und machen die Attacke nicht, kann das sein? Okay, jetzt können wir 3 Attacken aufhalten. Ciao. Junge, das war richtiger Bud Spencer Move. Mhm. Ja, greift ihr den gar nicht erst an. Hm. Der hat ihn ausgesaugt. Alter, gesackt haben wir den. Angriffe des Pflanztyps tragen Samen in sich, die in Zielen des R-Typs eingepflanzt werden und Energie abziehen. Ausgesaugte Charaktere erleiden am Ende ihrer Runde Schaden. Gegner werden mit der Menge der abgezogenen Gesundheit geheilt. Okay, also dieses Bergsymbol oben rechts ist Erde. R-Typ. Dann machen wir das so. Aber der wird halt... Also Erde ist gut gegen Plastik. Das Recycling-Symbol ist einfach Plastik. Der heilt sich. Du wirst ausgesaugt. Und jetzt kommt der Hammer. Boom. Wild. Geil. Wächterlöwe kriegt Aussaugen. Verleiht dem Ziel 3 Runden lang den Status ausgesaugt. Ah, egal ob Erde oder nicht. Okay. Deswegen wurde, glaube ich, auch der andere geheilt. Naja. Ach, die leveln mit? Dominotte hier hat was bekommen. Ah, nee, das ist die Historie? Nee, die leveln mit? Aha. Ein bisschen, oder wie? Muss ich mal rechts drauf achten nach einem Fight. Das Markwachstum ist unvermeidlich. Wir sind unvermeidlich. Digga. Bist du dir sicher, dass die wirklich so schlimm sind? Diese Makler wollen von unserer kollektiven Not profitieren. Ich weiß nicht, wie sie hergekommen sind. Aber ich habe vor, sie aufzuhalten als Verteidiger von Hafenstadt. Digga, was? Ja, okay. What the fuck? Finde und räume alle Büros des Maklerverbands. Geile Questreihe. Und ich kriege Makler-Büro-Fensterschlüssel. Jetzt kann ich jederzeit selber das machen. Du kannst die Insel neu viral auf deine Weise erkunden. Wenn du auf der Suche nach einem vorgeschlagenen Ort bist, kannst du dich einfach in Hafenstadt nach Gerüchten umhören. Okay, ja, das wäre mir ganz lieb, dass das ein bisschen mehr Open-World-Charakter hätte als Pokémon, wo ja echt sehr Metroidvania-artig eine Hauptquest einfach nur verfolgt wird. Und klar kann man theoretisch überall hin und leveln und so, aber hat da ja theoretisch nichts zu tun neben dem Leveln und Monster sammeln. Also, wenn das so ein bisschen mehr open wäre, wohin es einen verschlägt, was für Quests man hat, welche Charaktere man da die Beziehung levelt, etc. Na gut. Okay, Leute, ich würde sagen, bis hierhin erstmal. Wir haben jetzt ein schönes Stündchen aufgenommen. Ich glaube, da wartet noch mehr auf einen, aber war mal ein ganz guter, grober Abriss. Checkt das Spiel aus, kostet 20 Euro, ist halt heftig bewertet. Und macht echt guten Eindruck. Bisschen selbstironisch. Hat geilen Soundtrack und ja, ist ein wilder Mix. Und wer Pokémon mag, gerade so die älteren Teile, I guess, aber auch die neueren, go for it. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi, lasst gerne ein Like da. Nur liken. Ciao.